Der Bückeberg bei Hameln am 3. Oktober 1937. Das nationalsozialistische Deutschland zelebriert das Erntedankfest. Ein Kamerateam des Propagandaministeriums ist mit einem Spezialauftrag vor Ort. Das Großereignis soll fürs Kino dokumentiert werden. Es ist der erste große Propagandafilm des Dritten Reiches in Farbe. Um die Kulisse für den Auftritt Adolf Hitlers müssen die Filmemacher nicht besorgt sein. Hunderttausende deutsche Bauern sind erschienen, um dem Diktator zu huldigen. Hitler geht seinen Weg, bejubelt von der fanatischen Anhängerschaft. Solange die deutsche Nation einem einzelnen Willen sich unterordnet, wird er der begeisterten Menge in seiner Rede zurufen, solange werden alle Probleme zu lösen sein.